Liebe Freunde, ganz herzlich willkommen zurück zu Flotsam, was heute ja als Early Access Version um 15 Uhr erschienen ist. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, bei mir auf dem Kanal ein Key zu gewinnen. Das kann ich gerne mal verlinken. Das Video zur Verlosung ist offen und geht bis morgen um 10. Ich habe jetzt ein bisschen rumgetestet, habe das jetzt hier im Spiel auf 30 FPS gestellt und werde aber nochmal das Audio runterstellen und ich hoffe, dass es jetzt besser geworden ist. Machen wir das mal ein bisschen runter. So. Das können wir eigentlich hochmachen. Und weiter. Also, das war das, was wir gebaut hatten. Ich hatte das ja nochmal neu aufbauen müssen. Und das letzte, was gebaut wurde, war jetzt hier diese Distillerie, die eben notwendig ist und uns mit Wasser versorgt, nämlich eine Entsalzungsanlage. Und wenn das funktioniert, das muss ich mal gucken, was wir an Feuerholz haben. Ich habe jetzt hier auch das Lager eingerichtet, dass man sagen kann, okay, dieses Lager soll eigentlich nur, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das wieder reinnehme, muss Pause machen, soll nur getrocknetes Holz lagern. Ich hoffe, das klappt auch, weil mir ist es so aufgefallen, ob es richtig klappt, weiß ich nicht. Man sieht jetzt hier immer noch nasses Holz. Und hier soll das getrocknete Holz raus. Das heißt, alles, was sie einlagern, kann gerne auch hier rein. Wird dann hier getrocknet. Und das getrocknete Holz dann gerne hierhin. Wasser haben wir. Achso, wir haben es schon in der Warteschlange. Okay, also das läuft. Und ich denke mal, da wird auch gleich jemand kommen. Das ist nämlich das, was ich beim letzten Mal auch gesagt hatte. Es muss alles nacheinander abgearbeitet werden, transportiert werden. Und da dauert es eben schon eine Weile. So, jetzt wird es hier beladen. Wir haben ein Holz und wir können ab dem zweiten Brennholz eigentlich anfangen mit einem Vorgang von dem Entsalzen. So, und während wir hoffen, dass das Spiel nicht Probleme macht. Die Performance-Probleme sind eigentlich übrigens bekannt. Ich habe auch schon fleißig geschrieben mit den Entwicklern, das auch ein bisschen so weitergegeben auf dem Discord-Server. Und was ich jetzt so gesehen habe, sind ja Performance-Probleme bei vielen Leuten oder gerade auch YouTubern, die das vorab schon mal gestreamt haben. Es sind jetzt zwei neue Updates gekommen. Wir sind jetzt hier 0.1.7. Ich hätte ja mit 0.1.5 gestartet. Aber ich hoffe einfach mal, dass es stabil bleibt. So, wir machen jetzt hier die ersten Wassereinheiten. Da muss immer jemand dran stehen, das bedienen und dann natürlich wieder wegbringen. Und was ich machen kann, wir könnten gucken, dass wir hier mit dieser Quest weiterkommen. Das bedeutet, Feuerholz, gucke ich mal, wie viel wir insgesamt haben. 2 bloß. Getrocknetes Holz haben wir auch nicht viel. Das bedeutet, ich muss mal wieder. Ach, Bojen haben wir. Okay, da müssen die bloß nochmal hin. Und so zieht sich das eben auch alles mit den Aufgabenverteilungen. Jetzt muss ich gucken, was wir als nächstes bauen. Eigentlich wollte ich ja den Steg hier ein bisschen weiter bauen. Ich glaube, das mache ich auch. Dafür haben wir genug. Erstmal da. Mach das mal hier bis 16. So. Und dann würde ich sagen, ich glaube, wir sind alle Rezepte drin. Wir haben bloß kein Holz. Dann könnte man gucken, dass man jetzt weitermacht. Und zwar brauchen wir hier Tau. Ich brauche ein Tau für eine Anlegestelle. Dann können wir Boote bauen. Machen wir mal 3 oder 4 Tau. Und dann können wir irgendwann eine Anlegestelle bauen und unser Ziel erreichen. Und ich will auf jeden Fall, dass wir mehr Einwohner bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit die Effizienz hier einfach gesteigert wird. Ihr seht das jetzt hier. Hier dauert es jetzt eben eine ganze Weile, bis die Aufgaben abgearbeitet werden. Es wird überall geholt, gearbeitet, eingesammelt, geliefert. Allein das getrocknete weiße Holz jetzt hier zu holen, muss ja auch jemand machen. Dann wird geschlafen nebenbei.
Jetzt guck ich mal den Looter an. So, das muss auf 100% gehen, damit er irgendwie wieder aufwacht. Ja. So, es wird gebaut. Holz haben wir genug. Getrocknetes Holz. Das passt. Ich habe Feuerholz und auch getrocknetes. Also sieht erstmal gut aus. Das dürfte bedeuten, dass wir einiges auch an Tau bekommen. Und solange noch nichts im Export ist, ist es auch noch nicht fertig. Hier wird es jetzt gebaut. Man kann es auch nicht beschleunigen. So wie ich jetzt zumindest weiß, können nicht zwei Leute arbeiten oder irgendein Bonus angewendet werden. Zumindest so wie ich das jetzt sehe. So. Eins. Ja, das muss auch geliefert werden. Das ist das Problem. Deswegen werde ich das Tau auch mal hier einlagern. Ich glaube, das sortiert sich jetzt. Das braucht aber eben nur, bis die Träger das einmal hin, einmal zurückgebracht haben, wieder rausgeholt haben, diese Einstellung wirklich mit übernommen haben. Genau, hier ist das trockene Holz jetzt raus. Das ist sowieso nicht da. Der Steg ist gleich fertig. Und dann baue ich hier irgendwo eine Kreuzung rein. Oh, der Wal ist hier ziemlich nah. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Ich gehe davon aus, wenn ich jetzt hier schwimmen würde und der Wal kommt jetzt, dass dann irgendeine nette Überraschung, also gefressen werden oder irgendwas, wahrscheinlich eintreten wird. Da muss ich aufpassen. Jetzt ist er weg. Noch geht die Boje hier. Das ist okay. So, hier ist einer dran. Wo ist das Ding? Kann ich Doppelklick aufmachen? Hier vorne. Okay. Ja, aber die haben so viel zu tun, dass ich wirklich zur Insel muss und hier irgendwie neue Einwohner finden möchte, auf jeden Fall. Beziehungsweise hier auf der Karte. Das dürfte der Junkport jetzt hier sein. Hier sind wir, hier ist der Junkport. Und geht es eben weiter überall hin. Das zum Erkunden. Und eben auch Leute, ja, befreien, aufnehmen. In unsere Überlebenssiedlung hier. Also. Cool ist auf jeden Fall, dass die Einwohner hier langlaufen können. Das nutzen die auch fleißig. Geht wahrscheinlich auch schneller oder ist zumindest angenehmer. Und ihr seht allein das Wasser. Ne? Wir sind ungefähr bei diesen 13, 14, 15. Es dauert auch eine ganze Weile, bis das nicht nur fertiggestellt wurde, sondern auch transportiert wurde. Weil nur weil er das hier herstellt, dann ist es hier im Exportbereich drin. Es zählt aber noch nicht zu unserem Lagereinheiten. Es kann also noch nicht verbraucht werden. Und ja, das ist eben das Schwierige, also man könnte trotzdem verdursten dabei. Das heißt, es muss abgearbeitet werden. So, er hat nichts zu tun, aber ich gehe davon aus, genau, ich kann jetzt hier Anlegestellen bauen. Wie machen wir das? Lasst mich mal schauen, was wir brauchen. Tja, Plastik brauchen wir auch noch einiges. Deswegen werde ich jetzt auch erstmal hier eine Anlegestelle bauen. Eine hier hinten. Und vielleicht noch eine gleich. So. Oh, da muss ich Ressourcen erstmal einsammeln wieder. Ich habe es nicht verstanden, ob das jetzt Deutsch war oder auf Englisch. Ab und zu lassen wir ein paar Geräusche los. Hallo. Okay, den kann ich nicht anklicken. Aber. Hey. Whisper me. Okay. Also klappt. Ansprechbar. So, jetzt haben wir hier so ein Teil. Boote. Das lesen wir mal durch. Boote können für verschiedene Aufgaben genutzt werden. Beispielsweise für das Bergen und das Fischen. Jedes Boot braucht eine Anlegestelle. Menge an Booten, Menge an Anlegestellen. Wir haben 0 Boote, aber 2 Stellen. Das heißt, wir könnten 2 Boote versorgen. Um ein Boot zu brauchen oder gebrauchen, brauchst du nur eine freie Anlegestelle dafür. Drifter können jede Anlegestelle nutzen, um mit ihrem Boot daran anzulegen. Das ist eine leere Anlegestelle, an der ein Boot anlegen kann. Das ist ein Boot, das bereit ist, an einer Anlegestelle anzulegen. Es wird nur noch ein Linksklick zur Bestätigung. Unterschiedliche Boote haben unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Für einige Aufgaben
brauchen Drifter ein bestimmtes Boot. Um auf dem Meer oder bei Sehenswürdigkeiten Ressourcen zu bergen, ist ein Bergungsboot nötig. Das ist cool. Ein Fischerboot wird genutzt, um auf dem offenen Meer zu fischen. Das heißt, ich werde versuchen zu bauen ein Fischerboot und ein Bergungsboot. Und damit, ich hoffe, das geht schneller oder die können vielleicht zumindest auch mehr tragen. Und ich glaube, man könnte auch hier bald hin. Altmetall. Das weiß ich eben noch nicht, wie das geht. Also, wir brauchen jetzt Plastik. Wir brauchen Plastik. Das ist jetzt abgearbeitet. Wir sind also leicht gestiegen. Das klappt auch soweit. Ich hoffe, dass die Boje jetzt geht. Warum geht hier keiner ran? Ich entferne mal die Markierung. Und mache das jetzt hierhin. Hat vielleicht vom Laden irgendwie nicht geklappt. So, die kommen jetzt auch nicht und wollen jetzt hier sammeln. Das ist ein bisschen doof, verstehe ich nicht. Braucht die warten jetzt eigentlich? Kinderkarte ist weniger, das ist cool. Hallo. Und er ist ja, die Rakete bewegt sich schneller. Ach, die ist schon fertig. Okay, dann machen wir hier weiter. Plastik brauchen wir. Hier sind jetzt zwei dran. Ich weiß nicht. Jetzt sind 3 von 3 aktiv. Ich weiß nicht, woran das jetzt gelegen hat genau. Aber kein großes Problem. Jetzt würde ich ein Boot noch bauen. Und dafür brauche ich nochmal 12 Plastik. Wir kriegen hier ja noch gerade mal ein Boot, wenn überhaupt, raus. Das ist ein bisschen wenig. So, jetzt ist das Ding weg. Das heißt, ich baue gleich mal das nächste mit auf. So, wir haben 4 Plastikteile hier. Die nächste Boje mache ich gleich mal hier hinten komplett alles. So. Das Ding genauso schön mit 3 Einwohnern voll. Tja, und so dauert es eine ganze Weile eben. Und ihr seht es, das schrumpft alles. Und ich brauche eben diese Reserven, um tja, das am Leben zu halten, und natürlich die Mannsteck, um das hier auch am Betrieb zu halten. Das ist ja ziemlich schnell down. Das heißt, ich mache erstmal ein Bergungsboot. Und wir können jetzt hier anlegen. Das wird gebaut. Und ein Fischerboot. Da baue ich jetzt wiederum Holz. Das heißt, ich gucke mal in die Markierung. Was gibt's hier? 8 Holz, 20 Plastik. So, und ich habe ein Bergungsboot. Okay, das bedeutet, ich teste das mal, ob die jetzt hier weiterkommen. Einfach. Machen wir ein Boot. Wir haben hier auch nur ein Boot, das ist in Ordnung. Hier sieht man das ja zu Fuß schwimmen und ein Boot. Das wird noch gebaut und dann nehmen wir gleich das nächste. Man kann das eben auch ein bisschen verbinden. Man kann an jedem Bereich, ich glaube 45 Grad... Beziehungsweise das dürften hier dann 45, 90, 135 Grad oder so sein. Ich weiß es gar nicht. Das bedeutet, man kann es natürlich sehr gut verbinden, diese Stege hier. Ich könnte jetzt hier rangehen und könnte das eben nochmal 45 Grad Modus machen. Hier genauso. Zack, zack, zack. Und würde das irgendwann hier nachher nochmal verbinden wollen. Aber erstmal will ich das zweite Boot bauen, das heißt, Holz wird wieder eingelagert, das ist cool. Ach, und ich müsste langsam mal in diese Richtung bauen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. So, noch ein Plastik und 3 getrocknetes Holz brauche ich. Das erste wird schon gezimmert. Und ich überlege gerade, was ich mache. Ich habe kein Feuerholz mehr. Ich habe aber Tau, das ist cool. Das heißt, wir machen erstmal wieder Feuerholz. Dreimal. Das haben wir, das ist auch rot. Wenn ich das nächste machen würde, wäre das dann grau.
Ihr seht schon, wie das runtergeht. Es natürlich auch, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und will eben durch dieses eine Boot hoffentlich schneller diese ganzen Mülldeponien hier einsammeln können. Hier sieht man das. Und die haben jetzt 3 und 2. Ich glaube, die können dann auch nur insgesamt 5 tragen. 1 und 4, genau. Die können 5 tragen. Was kann das Boot jetzt tragen? Kapitän ist... Wer ist der Kapitän? Noch niemand vielleicht. Muss ich mal gucken. Fischen, bei Bojen Gegenstände bergen. Machen wir mal alle einen höher. Das geht noch einen höher. Die Frage ist, wer nimmt das jetzt? Jetzt wahrscheinlich. Ja, reingesprungen. So, wir können 10 tragen. Also das Doppelte. Und ich glaube, es geht auch schneller. Dürften schneller unterwegs sein. Aufgesammelt. Ja, wir können das Doppelte tragen. Das ist ziemlich cool. Ziemlich witzig. Das wird reingeschmissen. Akrobatisch mit dem Paddel. Das ist ziemlich cool. Das gefällt mir. Das heißt, die brauchen einfach hier nicht sich so abmühen. Und wir kriegen viel mehr gesammelt. Okay. So, ich würde sagen, das zweite, wie sieht es hier aus? Braucht noch ein bisschen, aber ich denke mal, das ist gleich fertig. Holz haben wir auch. Das muss natürlich wieder alles entladen werden. Lagerkapazität voll, logischerweise. So, jetzt muss es nur noch mal eine abnehmen. Ja, da wird es genommen. Hier eingelagert. Eins brauche ich noch. Komm, die müssen noch gleich durch sein. Aber ihr seht schon, ich brauche fast mehr. Ich brauche fast mehr Wasser als Nahrung. Wahnsinn, da muss ich wirklich aufpassen. Sonst geht es denen halt echt schlecht, ne? So, da haben wir es endlich. Ach, der parkt hier einfach, da wo es frei ist. Ein Fischerboot. Sehr cool, da haben wir es. Und den Fisch kann ich dann auch trocknen. Das werde ich auch... Das werde ich dann auch tun. Und zwar schon mal jetzt einstellen. Und wenn hier eins leer ist, mache ich das hier dann auch. Das wird gebaut. Hier wird nochmal gefischt. Also das ist den Müll eingesammelt. Das passt soweit. Ziemlich cool. Und so wächst eben unser kleines Waterworld... Unsere kleine Waterworld-Stadt hier. Ihr habt schon ein paar coole Bilder gesehen, zum Beispiel nicht nur diese Inseln hier, sondern auch riesige Betonbrücken. Ich weiß nicht, ob man dann wechselt irgendwie, sich die Umgebung wechselt oder so. Oder, tja, wie das auftaucht, keine Ahnung. So, das ist auch gleich durch. Ja, hier sieht man, es ist jetzt wieder nicht übersetzt, weil eben diese Updates kamen. Aber das macht nichts für uns. Oh, das sieht aus, als wenn hier unten tatsächlich noch was drunter ist, oder? Gebäude. Hab ich ja noch nie gesehen. Das ist ja Wahnsinn. Korallen oder irgendwas hier. Das sieht wirklich aus, das hier und das hier ein Gebäude oder Stein, Felsen, irgendwas zumindest. Also, das ist durch. Dann machen wir auch den Fisch rauf. 2 Fisch, 2 Holz. Das sollte passen. Wasser wird verarbeitet, wir haben Brennholz, nichts mehr, die sind alle hier drin. Ja, 6 Stück. So, da würde ich wirklich das erste Mal Fisch machen. So, wo ist es jetzt am nächsten? Hier oben, aber da ist auch, das sind 25 Fisch. Hier sind, da kommen wir noch gar nicht hin. Wir sind 25, dann machen wir doch das. Und ein Boot. Das heißt, da geht jemand hin. Dauert natürlich auch lange, bis man da wieder zurück ist. Also, da sind wir schon auf dem Weg jetzt. Und auch er kann 10 einsammeln. Ja, fischen und ein normales Boot bergen. Das sind die guten Aufgaben, die wir im Moment lösen können. Das heißt, es sind auch nicht alle 3 unterwegs. Es sollte passen. Einer kann das wichtige...
Wasser destillieren. So. Achso, ein Mast. Wir können einen Mast bauen. Und das Ding kommt hier hin. Was brauchen wir dafür? Altmetall. Wo kriege ich denn Altmetall her? Kann ich hier noch was bauen? Wo bekomme ich Altmetall her? Junkport. Der Wind geht dahin. Moment, kann ich jetzt auch hier rauf? Ja, Wasservorräte fast aufgebraucht, das stimmt. Ach, das kann ich jetzt schon bergen. Ah, okay. Also das kriege ich hier alles. Dann habe ich das Altmetall. Die Frage ist, wer geht es dahin? Wie bergen wir das jetzt? Bergen. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch was drin stand. Nee, da nicht. Aber das sieht man hier, glaube ich, auch nicht. Doch, keine gute Idee bei den ganzen Müllfluten, aber das hatten wir schon. Mhm. Ja, mal gucken, wer das hier macht. Also, das weiß ich nicht. Die hüpfen hier alle wundervoll rein und wollen gefangen werden und gebraten werden. Sehr schön. Das machen wir natürlich gerne. Vielleicht fährt der auch zurück hier. Ich weiß es nicht. Oder können wir noch ein Bergungsboot bauen? Dienen der Fortbewegung der Stadt. Aha. Man kann die Stadt fortbewegen. Das ist ja cool. Dann kommen wir tatsächlich, glaube ich, zu den nächsten Quests oder was es da war. Ja, ich bin mal echt gespannt, wie wir dorthin kommen sollen. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Der hat Hunger, logischerweise. Ein Bergungsboot. Vielleicht müssen wir jetzt hier... das Ding hinsetzen. Nee, bergen, okay. Moment. Ja gut, die kann ich nicht anklicken. Hm. Also es muss automatisch gehen, denke ich. Ich weiß aber nicht... wie? Der ist müde, lädt erstmal den ganzen Fisch ab zum Trocknen. Und dann brauchen wir natürlich wieder Brennholz. Klar, was sonst? Ich mache mal alles jetzt, was da ist. Da genauso. So, ich bin mal gespannt. Wo ist denn das Boot hin? Da ist niemand. Da ist niemand. Das heißt, wir sollten das Bergungsboot... ach, das ist hier dran. Da ist schon jemand. Ach, hier, cool. Ich kann hier leider nicht raufklicken. Sehr schade eigentlich. Ja, ich hoffe, dass wir den Mast jetzt hier endlich bekommen. Das wäre natürlich ein Riesenfortschritt irgendwie. Oh ja, cool. Mast. Ein Tau. 4. Den Mast brauchen wir dringend für unsere Siedlung, für unsere Stadt. Sehr cool. Ich hoffe, dass mittlerweile auch Wasser nachproduziert wird. Okay, das Ding haben wir tatsächlich geschafft. Und damit ist diese kleine Nebenquest, wenn ich das so bezeichnen darf, auf jeden Fall erstmal abgeschlossen. Und die Hauptquest besteht darin, auf der Karte weiterzukommen. Was ist mit den Forschungspunkten? Das würde ich gern haben. Würde ich gern mal sehen. Der hat auf jeden Fall auf Wassermangel hier, ganz klar. Cool. So, der holt noch einen Fisch. Das wird getrocknet. Wie sieht das aus? Dauert noch ein bisschen. Bin ich mal gespannt. Aufgespießt. Hier wird gearbeitet, da dann auch gleich, das ist okay. Müssen wir wirklich aufpassen. Plastik haben wir 36, das heißt, ich würde auch tatsächlich mal weiter bauen.
Und wie kommt denn jetzt hier wieder Plastik hin? Es taucht irgendwie wieder auf, würde ich sagen. So, einsammeln. Der ist gleich fertig. Ich bin mal gespannt, wie der aussieht. Ah, der wird so... Okay, wie gebraten sozusagen. Cool. So, jetzt haben die ein bisschen Zeit, das aufzuräumen eigentlich. Hier auch das zu entleeren alles, was ich haben will. Und ich gucke mal, ob ich den Mast... Kann ich noch nicht bauen. Es muss eingelagert werden. Ich hoffe, ich habe hier 4 drauf. 5, 1, 4. Das sollte reichen alles. Ja. Das sollte reichen für ein Segel. So, ich möchte, dass das auf jeden Fall nochmal entladen wird. Da hinten kommt gleich jemand wieder. Ja. Ist noch unterwegs. Ach, das gibt immer bloß ein Halb. Also die Konserven geben einen Nährwert und ich brauche dafür getrockneten Fisch das Doppelte. Oh, das ist ja auch Wahnsinn. Aber okay, immerhin. Das ist noch eine Weile haltbar. Ich muss nur weitermachen und hier direkt anfangen. Das macht er, glaube ich, auch gleich. Rennt der denn jetzt hin? Ach, das Feuerholz brauche ich natürlich hier unbedingt. Das nicht, das nicht, das nicht. Feuerholz hier raus, das soll hier rein. Ich könnte hier ein normales Holzlager machen und ein voller Feuerholzlager, sonst ist es irgendwann auch voll. Brauche ich unbedingt, sonst renne ich hier hin, das ist auch ein bisschen doof. Und jetzt holen sie gleich wieder das von dem Haupthaus sozusagen und bringen das hier in diese Destillerie, das ist ja auch doof. Das brauchen wir nicht. Achso, der birgt hier noch ein paar Sachen, glaube ich. Nee. Ja, wieso will er denn da hinten hin? Was ist denn hier? Ach, der Plastik. Nee, das brauche ich nicht. Das ist Quatsch. Entfernen. Komm wieder zurück am besten. Ja, das brauchen wir im Moment nicht. Plastik haben wir. Wenn er schon unterwegs ist, könnte ich das hier drin machen. Ja, das reicht. Dann fährt er gleich hier vorbei, sammelt das auf. Dann ist es weg und ich brauche aber bitte Wasser jetzt. Das wird schon langsam rot. Ja, drin ist es. Boah, das muss auch gemacht werden hier. Komisch. So, der will hinten zum Fisch. Ja, kann man machen. Aber ich würde wirklich gerne das Ding noch bauen. Das ist ja komisch. Okay, ein Segel haben wir tatsächlich. Und das Ding setze ich mal... Hier mit dran, das sieht doch cool aus. Ja, das Segel wird gebaut, sehr cool. Und das ist das, was ich eigentlich noch zeigen wollte in dieser Folge. Und das, denke ich mal, schaffen wir zeitlich noch. Ohne, dass wir dann mit Drängnis kommen. Oh, jetzt bauen wir langsam hier ein bisschen Wasser, würde ich sagen, oder? Ich habe doch 13 Brennholz. Wieso wird das nicht gemacht? Ach komm. Getrocknetes Holz. Wo ist das Brennholz? Da ist doch Brennholz drin. Ich lasse es mal drin, sonst nimmt er das einfach und haut das hier rein. Das dauert zu lange jetzt. Wir werden, glaube ich, sonst einen riesen Wassermangel bekommen. Und das ist Quatsch. Endlich. Ja, guck mal, wie lange das dauert, um ein Wasser herzustellen. Hier ist die Leiste. Das ist schon Wahnsinn. Das ist echt schon Wahnsinn. So, es pennt einer. Das muss natürlich gebaut werden. Das ist in Ordnung. Der kommt zurück, glaube ich. Ja, der ist gleich wieder da. Geht flott. Ich glaube, wenn man Durst hat, kommt man schneller wieder zurück nach Hause. So, wir haben hier einen für den Export, also das ist erstmal ein bisschen wieder entspannt, aber ihr seht schon, wir brauchen dringend
die neuen Bewohner. Und in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall das Segel hier fertig bauen und dann versuchen, zur nächsten Station zu kommen oder was auch immer uns da erwartet und natürlich hier den Wasservorrat aufzufüllen. Also, nehmt am Gewinnspiel teil. Video verlinke ich nochmal unter diesem Video. Bis morgen früh um 10 Uhr geht's. Und dann gebe ich den Gewinner bekannt, also aufpassen. Und dann könnt ihr selber Flo zum Antesten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.